Es gibt eine Sache, die ich an den Star Wars Filmen der Disney-Ära schon immer kritisiert habe, und das ist die Tatsache, dass wir fast nie auf uns bekannte Planeten zurückkehren. Ein gerade sehr aktuelles Beispiel dafür sind die Trümmer des zweiten Todessterns in Star Wars Episode 9, denn diese sind scheinbar nicht auf dem Waldmond von Endor abgestürzt, wie es ja eigentlich Sinn ergeben würde, weil diese verdammte Raumstation einfach im Orbit direkt über dem Mond explodiert ist, sondern auf einem ganz anderen Mond im Endor-System namens Kefbir. Wie das funktionieren soll, das muss mir echt nochmal irgendwie jemand erklären. Umso erfreuter war ich dann, als ich zu Weihnachten die illustrierte Enzyklopädie zu Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers, bekam. Und dieses Buch, was es übrigens zu jedem Star Wars Film gibt, enthält extrem viele Hintergrundinfos über fast alle Sachen, die es im Film so zu sehen gibt. Wie zum Beispiel auch über die Planeten, die im Film vorkommen. Und da traute ich meinen Augen nicht, als ich einen alten Bekannten wieder sah. Denn wie der Titel des Videos schon verraten hat, handelt es sich bei diesem alten Bekannten nämlich um den Lavaplaneten Mustafa. Mustafa ist ein Planet, welcher schon aus vielen Produktionen aus dem Star Wars Universum bekannt ist. Kennengelernt haben wir ihn in Episode 3 aus dem Jahr 2005. Auf ihm wurden die führenden Köpfe der Separatisten ausgelöscht und auch der historische Kampf zwischen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker, der in meinen Augen nach wie vor der beste in ganz Star Wars ist, fand dort statt. In Star Wars The Clone Wars erfuhren wir dann, dass Darth Sidious den Planeten nutzte, um dort gestohlene, machtsensitive Babys zu verstecken, und auch das Verbrechersyndikat, die Schwarze Sonne, hatte dort einen Sitz. Auch in Star Wars Rebels kam der Planet vor und sein Orbit wurde zum Schauplatz des Finals der ersten Staffel, und wir erfuhren, dass Jedi dorthin gebracht wurden, um zu sterben. Das wurde in Rogue One dann genauer ausgeführt, als wir erfuhren, dass Darth Vader, der überlebende Jedi, ja jagte, höchstpersönlich dort am Ort seiner größten Niederlage seine gewaltige Festung errichtet hatte. Das wurde dann in verschiedensten Comics noch weiter ausgeschmückt, wo wir erfuhren, dass Mustafa scheinbar eine sehr starke Verbindung zur dunklen Seite der Macht hat. Das Ganze führt uns jetzt zu Star Wars Episode 9, und hier sei gesagt, dass es zu kleinen Spoilern in der Handlung des finalen Abenteuers der Skywalker-Saga kommen wird. Wir erfahren aus dem Buch, dass Mustafa ein Planet ist, der schon lange fest im Griff von destruktiven und unsichtbaren Naturkräften ist, was auch mit der Gravitation der benachbarten Gasriesen Yestefat und Lefrani zusammenhängt. Der Planet ist, wie man ja an den ganzen Vulkanen schon sieht, recht instabil, wodurch aber auch seltene Erze an die Oberfläche treten können, weshalb es die ganzen Gebäude samt Arbeiter und Droiden, die man zum Teil auch in Episode 3 sieht, überhaupt erst gab, weil vor den Klonkriegen die Techno-Union die ganzen wertvollen Mineralien abbauen wollte. Mustafa sah allerdings nicht immer so aus, wie wir den Planeten eigentlich kennen, denn der Planet hatte tatsächlich eine sehr grüne Vergangenheit. Jedenfalls behaupten das alte Legenden. Zu dieser Zeit lebte eine Machtnutzerin auf Mustafa, welche als Lady Korvax bekannt war und von der Unsterblichkeit besessen war. Diese entfesselte gewaltige Kräfte, welche so stark waren, dass Mustafa von seiner eigentlichen Umlaufbahn abgebracht wurde und zu dem Lavaklumpen wurde, den wir eigentlich jetzt auch kennen. Die Legenden der Lady Korvax hatten zur Folge, dass es schon in vergangenen Zeiten immer wieder Sith nach Mustafa zog, welche ebenfalls nach einer Möglichkeit ewig zu leben suchten. So errichteten sie einen Schrein, den Darth Vader später entdeckte und sich deshalb auch dazu entschloss, dort seine Festung zu errichten, welche die Macht fokussieren sollte. Doch das war weit über 30 Jahre vor Episode 9, und nach dem Fall Vaders und des Imperiums ist die einst so mächtige Festung zur Ruine verfallen. Nach Vaders Tod existierten die Geschichten um sein monströses Auftreten natürlich immer noch, und es gab in der Galaxis wirklich viele Individuen, welche den Mythos, der um Darth Vader entstanden war, vergötterten. Einige von ihnen schlossen sich zu Gruppen zusammen, welche den Sith mehr als alles andere verehrten. So sind uns in den Romanen der Nachspieltrilogie schon die Akolyten begegnet, welche von Yub Tashu, einem ehemaligen Berater des Imperators, geführt wurden und die sogar über das rote Lichtschwert eines Sith verfügten und mitunter Vader nachempfundenen Masken verborgen Attentate ausübten. Eine ähnliche Gruppe, die Alasmek von Vinzeed, bildete sich in den Jahren nach dem Fall des Imperiums auch auf Mustafa. Diese wollten an dem Ort, an dem einst Vaders Festung stand, die inzwischen aber zur Ruine verfallen ist, dieselbe Kraft der dunklen Seite tanken wie einst Vader. Im Gebiet rund um die Trümmer von Vaders Festung, welches als das Korvax-Fan bekannt war und ein untypisches Moorgebiet war, welches laut der Legende von den Trainern der eben schon angesprochenen Lady Korvax getränkt wurde, pflanzen die Alasmek sogenannte Eisenbäume, um das Gebiet wieder zu beleben. Kommen wir jetzt endlich zu Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers, denn in Darth Vaders Festung bewahrte der Sith Lord einen von insgesamt zwei Wegfindern auf, welche den Weg zum uralten Sith-Planeten Exegol zeigen konnten. In Episode 9 sehen wir Mustafa direkt nach dem Opening Crawl in den ersten Szenen des Films. Wir sehen, wie sich Kylo Ren mit seinem Lichtschwert einen Weg durch die Alasmek bahnt, welche versuchen, die Trümmer von Darth Vaders Festung vor ihm zu beschützen, aber chancenlos ermordet werden.
Bei den Bäumen im Hintergrund, welche ein Grund waren, wieso ich in den Trailern und im Kino Mustafa nicht erkannt habe, handelt es sich eben um die gerade beschriebenen Eisenbäume und der Ort, an dem Kylo den Wegfinder findet, ist von den trümmerhaften Überresten von Darth Vaders Festung übersät. Durch diese ganz neuen Erkenntnisse gefällt mir der Anfang des Films schon viel, viel besser als davor und ich freue mich darauf, heute am Tag des Erscheinens von diesen Videos den Film zum zweiten Mal zu gucken. Aber wie sieht's bei euch aus? Dachtet ihr schon, dass es sich bei diesem Planeten am Anfang des Films um Mustafa handelt oder überrascht euch das genauso wie mich und wie findet ihr das Ganze überhaupt? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Mir gefällt das auf jeden Fall sehr gut, weil es so die Filme und Serien noch miteinander ein bisschen besser verknüpft. Das war's jetzt allerdings auch mal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch insgesamt gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.